Hallo zusammen, wir sind hier an der Kante Wettigen. Die Vorfreude für Sonnafee ist riesig und das Wetter sieht auch viel besser aus als letztes Jahr. Aufbauarbeiten sind gut verlaufen, obwohl ein paar Schwierigkeiten waren mit dem Standaufbau und alles. Aber es sieht super aus und wir zeigen euch jetzt noch ein paar Interviews vom Sonnafee. Also wir sind hier mit der Kerstin und der Shania, Nina und der Noemi. Aus welcher Klasse sind ihr? G4i. F3d. Also ihr seid das Vier, das heisst ihr habt einen Getränkestand. Was macht ihr denn? Ja, ein bisschen alles. Mixgetränk, Softgetränk, Bier. Wir verkaufen Cocktails, Mocktails und Shots. Gibt es nicht so Spezielles, was solcher Stand so anbietet? Doch, 1 Franken Sirup. Es ist günstig und fein. Und wie ist denn so euer Aufbau gelaufen? Ja, es war ein bisschen schwierig zu koordinieren irgendwie, aber wir sind noch dran. Also, was sind denn eure Schwierigkeiten? Es steht nicht. Dekoration ist nicht. Aha, schon dachte ich, der Stand. Sind wir schon so im Sonnafee-Feeling jetzt am Nachmittag? Voll, wir sind ein bisschen Stress, aber es wird cool. Freut ihr euch? Sehr. Ich habe kein Feeling, aber ich freue mich mega. Ich bin auch gespannt, ich hoffe, es ist gutes Wetter. Es ist doch euer letztes. Habt ihr nicht so Erwartungen für euch das letzte Sonnafee? Kommt, wie es kommt. Mega high expectations. Mega. Letztes Jahr war es so dreischiss, dass ich einfach... Es kann ja eigentlich nur besser werden. Es kann nur besser werden wie letztes Jahr. Also, denkst du, könntest jetzt eine klären, Bro? Bro, ich weiß nicht, vielleicht. Du? Maybe, Bro, weiß nicht. Also, Bro, hol jetzt die Nummer von der. Von der. Hol jetzt. Sorry, kurze Frage für ein Interview. Hast du Snap? Ja. Kann ich den Snap haben? Ja, von mir aus. Oha, Bro, der Whistler. Damn! Ach, ich tippe. Würdest du mit dem rausgehen? Vielleicht. Vielleicht, wir schauen. Sponti, Bro, Sponti. Sponti. Also. Also schöne, Bro. Danke fürs Interview. Kein Problem, Bro. Wir sehen uns. Ja, ciao, bis später. Hey! Hey, der Leroy! Der Travis Scott, Bro!